Okay. Wie sieht es denn zwischen Magic und Banana aus? Haben wir da Records? Stehen die Records zufällig irgendwie? Kann man die über das Dings aufrufen? Man kann sie über das Glück aufrufen. Ach so, aber oh, das kann man doch safe in so einen Bot einbauen, oder? Oder ist das zu kompliziert? Das Problem ist, hier gibt es keine API. Ah. Das muss ich über Smash GG machen. Das ist ja ein Ding. Okay, ja, dann ist das natürlich das zu anstrengend. Okay, da bin ich mal gespannt. Wie steht's hier? Record 1-0 für Banana. 1-0 für Banana. Das heißt, 3-1 Banana, der clear favorite am heutigen Tage. Oh, mit dem Charge Shot. Aber, und er hatte, oh mein Gott, das ist ja fast ein... okay. Banana wollte da was tun, er wollte cute sein. Ja, okay. Oh, schön. Bleibt bei der Lead, das Slight Lead. Oh! Banana macht ein paar fancy Sachen momentan. Weißt du, ob der Clank der Charge Shot mit der Abi? Kann man nicht, wenn du weißt, dass der Gegner nicht Sweet Spotten wird, einfach Charge Shotten? Das war insane. Das war richtig frech. Oh, er lebt immer noch. Wahnsinn, okay. Jo. Okay. Okay. Das war nichts. Da hast du das Game One für Banana und Marmelade. Diese Doppelrakete ist Standard. Und dann, wie heißt es? Yoshi. One Stop für mich. Random, genau. Du musst noch gegen Bob spielen. Ich weiß, und gegen Konzi. Ich dachte, wir machen die uns Stream dann, oder? Ja. Das sind ja die richtig spannenden. Ich spiele dann nachher gegen Magic. Du gegen Bob ist wirklich spannend. Ja.
Herr Dennis, hast du mit dem 9-Euro-Ticket Sylt zerlegen? Ich glaube, das 9-Euro-Ticket gilt nicht für mich. Ich glaube, das gilt für alle. Weil ich über 27 bin. Ich dachte, das gilt für alle. Ich glaube, das gilt für alle. Ich habe das auch schon von so älteren Leuten gehört, dass die sich das holen wollen. Meine Chefin will sich das holen. Die ist auf jeden Fall älter als 27. Das ist genau für die, die halt Auto fahren, damit das entlastet wird. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das nicht für Studenten gilt. Aber warum jetzt nicht? Also, da gibt es alles ein Nie, weil alle meinten, wir können für 9 Euro nach Sylt fahren und den reichen Leuten den Urlaub legen. tatsächlich wurde ich auch schon angeschrieben und gefragt, so, hey, hast du Lust, Urlaub auf Sylt zu machen mit dem 9-Euro-Ticket? Und ich war so, wow, das ist eine tolle Idee und jetzt finde ich die Idee nicht mehr so gut. Wann gilt das? Ab 1. Juni? Nee, 31. Juni. Und das dann einmal, oder? 1. Juni? Nee, bis Ende August. Kannst du dir jedes Mal so eine Reise holen? Ja. Nein, das kostet einmal 9 Euro. Wirklich? Ich dachte, jedes Monat kostet einmal 9 Euro. Das klingt voll grotesk. Ja, die wollte es halt als Entlastung gegen... Oh mein Gott, Magic! Das ist halt als Entlastung gegen halt den steigenden hier Benzinpreise und so, ja, und was auch immer. Aber ich finde es ein bisschen so, keine Ahnung, so verhindert halt, dass die Benzinpreise steigen. Ja. Oder, aber sure, ich nehme es. Aber ich habe auch gesehen, dass es Protest von den von den Betrieben gibt, dass es halt für 9 Euro eigentlich nicht mehr lohnt, so Kontrollen zu machen. So. Ja. Weil sich jeder das holen kann. Was ja based wäre. Ja, deswegen finde ich es halt besser, das halt kostenlos zu machen. Mm. Und halt dafür, aber das ist halt das Problem, dann sind halt die arbeitslos, die Kontrolleure, was ja gut wäre. Und stell dir mal vor, keine Kontrolleure, keine Fahrkartenautomaten, es summiert sich halt alles. Das ist ja super. Das ist genau, was passiert, wenn wir die Bahn verstaatlichen. Hier ist doch alle Teil. Fahrten gratis. Hier ist doch Teil. Nein, aber oh shit. Warum steht doch im... Bananas Charge, das ist so schlecht. Steht doch im Grundgesetz, dass irgendwie die Bahn... dass jeder Bahn fahren können müssen oder so. Ja. Aber das dann nur auf Fernverkehr zugeht. Ja genau, das ist ja das Ding, du kannst da immer noch halt kostenpflichtige Fahrten anbieten, indem du halt einfach den Fernverkehr halt teurer machst oder halt eben kosten lässt. Aber das ist doch eigentlich dann so wie so ein schönes Wochenendticket, ne? Das 9-Euro-Ticket. Ja, bloß das halt nur einmal 9 Euro kostet. Das ja. Was? Ja. Regel und... Ja, das ist nur Nahverkehr. Nahverkehr. Aber damit kommst du ja trotzdem überall hin, auch wenn es länger dauert dann. Aber imagine mal, was das für den Smash-Sommer bedeutet. Aber man gibt es keinen Grund mehr, mit so einem Ticket zu teilen. Du kannst spontan auf Smash gehen. So sollte das immer sein. Meine Meinung. Das Sommer des Smashes. Einfach in Deutschland. Smash Summer. Ja, ich bin beides. Aber du fährst nicht nach HTS, ne? Nee, ich werde bis Bachelorarbeit durch, das werde ich nirgendwo hin. Das wäre mir zu anstrengend. Ich will die Wochen dann schon zum Auskurieren nutzen und vielleicht ein bisschen schreiben. Oh, Consti Story spielen die? Was? Die spielen Consti Story. Nice. Ah, heute wird ja noch Heide streamen. Können wir nachher raiden. Ja. Haben wir auch schon. Also sie streamt absichtlich am Donnerstag, damit sie geradet werden kann. Wir wissen doch, sie ist nicht slick. Unbase. Frech ist das. Einfach unsere Gunst ausnutzen. Die kann auch IRL-Stream hier machen. Ist sie gerade eigentlich, ist sie im Chat oder was gibt er hier ab? Bei dir? Ja, Heide ist im Chat. Spielt sie auch von dir? Achso. Heide ist im Chat. Dann umso unverständlicher, dass sie nicht gerade da ist. Frech.
Der Heide ist im Chat. Oh no. Ey. Banane puttet den Hurt auf Magic. Und jetzt hat er SD. Ich würde meinen Namen gesagt haben. Was ist? Ich würde meinen Namen gesagt haben. 2 zu 0 für Banane und 2 Stocks zu 1. Ich kenne nur Banana. Nee. Das hast du jetzt ausgedacht. Der heißt immer Banana-Marmelade. Also Banane-Marmelade da. Banana-Marmelade. Nee, achso, Banane-Marmelade mit A. Okay, sorry, das habe ich die ganze Zeit falsch gehabt. Das ist schon seit 10. Ich glaube, das ist übrigens auch mein Mitgewachsen. Ja, ja, auf jeden Fall. 1000% war das deine Schuld. Ich habe immer Banane gelesen und seitdem war es halt einfach so. Ja, ich finde, wir sollten ihm das gönnen, dass er endlich Banane-Marmelade heißen darf. Er hat sich das verdient. Oh shit, knapp. Magic hängt in der Seile. Wie würde er daraus? Er wird sich tun. Okay.